Hallo meine lieben Ball- und Blutsportler da draußen und herzlich willkommen hier zurück zur Wargamer Blood Bowl Liga. Heute spielen, soweit ich das sehe, Zwerge gegen Grünhäute. Hallöchen, Canis Lupus, grüß dich. Ja, fast. Ach grüß nee, dich, Nord. Die hatte ich letzte Woche, ne? Du bist. Ja! Du bist genau. Tatsächlich, glaube ich, dieser Untote. Ja, also grün kann man auch sagen. Das ja, ist aber das aus Problem. Anderen Gründen, ne? Ja, genau. Aus und, anderen Grün. Ich sag mal so, denn. Die schmecken auch nicht so gut, glaube ich. Ja, ein bisschen ranzig und zäh. So, ich habe noch Level-Ups zu machen. Guck mal rein, was ich jetzt hier bekomme, weil die habe ich nämlich noch nicht gemacht. Ich habe nämlich tatsächlich zwei Level-Ups. Yeah, als allererstes ist mein Läuferino. Das ist Tank 2009. Der... Oh! Scheiße. Schampasch! Jetzt bin ich, am überlegen, ob es mehr Bewegung sein soll oder was Besonderes. Oh, ist das gerade eben bitter. Ist das bitter. Ach du, ich habe noch zwei Ghule im Team. Also Geschwindigkeit ist bestimmt nicht so schlecht. Ja, ja, wobei Ghule... Ja gut, deine Ghule sind ja auch schon ziemlich zusammengefaltet, so wie ich das gesehen habe. Ich nehme tatsächlich das da. Bin mal gespannt, ob mir das was bringt. More Speed, please. Und dann hier noch Raker. Raker hat ein Standard-Level-Up. Ja, aber da weiß ich schon, was ich nehme. Du. Ja, an der Stelle auch einen lieben Gruß an meinem Chat. Hallo Jokebird, schön, dass du wieder dabei bist. Genau, denn der gute Canis Lupus, der streamt das gerade eben parallel. Wir machen das gerade im Sonntagnachmittag, weil wir es zeitlich einfach nicht anders hinbekommen haben. Und weil wegen uns ohnehin schon der Spieltag unnötig in die Länge gezogen worden ist. Aber wir sind jetzt mal ganz geheim und sagen, dass es nicht nur wegen uns ist. Also, ja, genau. Wir sind unschuldig. Meine kleinen Rattenspione haben mir schon zugetragen, dass da so der ein oder andere auch noch sein Spiel noch machen muss. Ja, okay, dann bin ich ja beruhigt, dann bin ich ja beruhigt. Ich muss ja gerade mal gucken, habe ich eigentlich Kohle? Kann ich mit der Kohle irgendwas Sinnvolles tun? Ich glaube, ich kann mit meiner Kohle gerade eben gar nichts tun. Nee, ich kann mit meiner Kohle gar nichts tun. Okay. 80.000 hast du, glaube ich, noch, ne? Naja, das ist nicht genug für irgendwas. Also ich bin bereit, wir können starten. Ja, dann hau mal rein. Alles klar. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob die ersten zwei Level-Ups mit meinen Zwergen was bringen. Also normalerweise würde ich ja bei sowas, als wenn es jetzt ein Standard-Pasch gewesen wäre, hätte ich meinem Läufer garantiert einfach nur Unterstützen gegeben, weil ich die Feststellung gemacht habe, eine komplette Zwergenmannschaft, bei der jeder einzelne Unterstützen hat, ist unbesiegbar. So eine hatte ich tatsächlich schon mal, allerdings nur in der Open Ladder und da haben die meisten Leute nach drei Turns einfach gequittet. Ach du meine Güte. Wenn selbst der Baumensch nur noch rote Würfel sieht, weißt du. Ja, das wird ja bei mir nicht so schnell passieren. Wahrscheinlich aber ich befürchte halt, dass du mir einiges meiner Reste meines Teams noch zusammenfalten wirst. Also mein geheimes Ziel ist ja mal wieder einen neuen Zombie zu bekommen. Ah ja, das hoffe ich ja mal, dass es jetzt nicht unbedingt ein bärtiger Zombie sein wird. Ja, einen habe ich schon. Ich persönlich hoffe ja, dass ich dir deine Ghule so ein bisschen verbiegen kann. Ich habe gehört... Ah, es sind nur noch zwei. Ja, also. Ich weiß. Und die sind halt auch irgendwo jetzt mein Hauptziel. Aber es ist schwer, an sie ranzukommen. Aber auf der anderen Seite, ich habe viel Tackle. Das heißt auch gleichzeitig wiederum, dass Ausweichen für die knifflig werden könnte. Ja... Also meine Untoten haben auch eine kleine Zwergenallergie mittlerweile entwickelt, weil mein erstes Spiel war gegen den Taktikfuchs. Okay. Zwerge. Zweites Spiel war gegen Chaos-Zwerge. Das dritte Spiel sind wieder Zwerge. Ja, ich habe früher auch so Bewegungsmannschaften gespielt und habe mich auch immer wieder unglaublich gefreut über die unglaubliche schiere Anzahl an Zwergen und Chaos-Zwergen, die ich da immer wieder hatte. Also in der DBBL, wo ich gespielt habe, hatte ich glaube ich die letzten zwei Saisons immer zwei oder drei Zwergen- bzw. Chaos-Zwergen-Mannschaften und das halt bei insgesamt 7 Spieltagen. Also wenn knapp die Hälfte Zwerge sind, hast du irgendwann auch die Nase voll. Das kann ich mir vorstellen. Also ich freue mich schon auf das nächste Spiel, wobei ich dann darauf tippe, dass ich dann die Orks habe. Okay. Kann man aber auch gucken, ne? Also ich habe die Verteidigung gewählt.
gucke ich mal gerade, wie ich jetzt hier aufstelle. Ja, du stehst da gut. Du stehst da gut. Muss gerade mal bloß gucken, wer von den Jungs jetzt hier wenig zu bieten hat, sage ich jetzt mal, ne? Ja, ich halte das momentan hier für den besten Weg. Übrigens ganz links außen bei mir, also Ja. rechts bei dir, das ist der Captain Ex Machina, der hatte früher mal Bart. Der Captain Ex Machina. Ah, das war also auch mal ein Zwerg. Ja, da muss ich den Ja, ja genau. zusammentreten, diesen Verräter im Untode. Ja, also eine große Wahl hat er jetzt nicht gehabt. Ach, da fällt mir noch was ein. Gut, dass mir gerade der Kollege noch was sagt im Chat. Also ich bin soweit. Ja, einen Augenblick. So. Dann wollen wir mal gucken. Wie wollen wir das denn mal machen hier? So, heute machen wir es mal ein bisschen anders, glaube ich. Also vor den Mumien habe ich natürlich schon ordentlich Respekt, weil die halt böse zulangen können. Ja, das sollen sie ja auch machen. Ah, sie dürfen heute gerne Pazifisten sein. Die Ach, Faust, die Faust, nee. die Faust da steht doch für Pazifismus, oder? Weil das ist doch auch was mit Fist. Ja, so ähnlich ist das, glaube ich schon, ja. Also sie möchten gerne ganz viel streicheln, dafür ist die Faust da. Ne? Weil die so eng bandagiert ist, die können die gar nicht mehr gerade machen. Sie streicheln bloß sehr schnell, ne? Ja. So, dann wollen wir doch mal gucken. Ich glaube, das Da baut sich steht auch auch ein eine gewisser Truppe. Impuls auf. So, dann wollen wir mal auf ein gutes Spiel. Auf ein gutes Spiel. Mal gucken, wohin das Ei fliegt. Oh! Das ändert ein, zwei Dinge. Ja, und mein Glück hält wieder an. Okay, dann bin ich jetzt mal überlegen, wie ich das hier am dümmsten mache. Warte mal, da nicht da. Ne, Verstärkung gerade. Also gut, momentan Stärke 5. Da noch einen hin. Ich Stärke 4. Nee, das reicht einfach nicht. Aber ich kann vielleicht diesen verräterischen Bartträger hier zusammenfalten. Das möchtest du gar nicht. Da wäre ich doch da voll dafür zu haben. Na also, der liegt schon mal. Gut, der liegt doch schon mal. Das finde ich sehr, sehr gut. Ja, den Blitz kann ich ansonsten ja kaum ausnutzen, sind wir mal ehrlich, ne? Das ist etwas, was einem klar sein muss. Bin am Überlegen, bin am Überlegen. Es ist jetzt natürlich ein gewisses Risiko, wenn ich das tue. Aber no risk, no fun, oder? Naja, also jedes Mal, wenn ich halt geschlagen werde, ist halt blöd. Da kommen es in Zwerge. Die können auch das ein oder andere einstecken. Nee, 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 nee. Lass mal, lass mal, lass mal. Ich stell dich jetzt noch dahin. Ich stell dich noch dahin. Und viel mehr mache ich gar nicht. Aber ein Zombie, den ich gebunden habe, ist schon mal nicht schlecht. Naja, die wollen auch nichts anderes machen. Ja, eigentlich muss ich ja deine Mumien binden, aber das könnte noch ein bisschen dauern, bis das hier Meinst du? erfolgreich wird. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also ich Och! hatte gegen den Taktikfuchs hatte ich immer das Glück, dass ich ganz viel Schiebung hatte. Mal gucken, ob es heute weitergeht. Also meine Spiele waren bis jetzt alles andere als normal. Aber das finde ich schon mal gut. Der Skull hat übrigens einen Ja, Bonuseffekt. klar, ne? Also für mich in dem Fall. Ah, es geht wie immer weiter hier.
Ja, okay, der liegt. Ja, das geht. Ja, kein Rüstungsbrecher, kann ich mit leben. Holla, die Waldfee. Ja, wie immer. Das geht schon wieder gut los. Da geht schon mal gleich der allererste Reroll dahin. Finde ich gut. Finde ich äußerst gut, dass der schon mal weg ist. Tja. Also arg viel besser kannst du mich ja kaum laufen jetzt hier direkt am Anfang. Lol. Es geht weiter wie bisher. Sag mal, hast du meine Würfel geklaut oder habe ich jetzt dich als den ersten Typen, der mehr Pech hat als ich jemals als Gegner? Also ich glaube, das passt. Ich sag mal so, ich habe eine glückliche Ehe, ich habe zwei tolle Kinder, da muss man auch Pech im Spiel haben, Ah, oder? ja, ich sehe schon. Ja, ich verstehe. Ich verstehe. Ja, das macht natürlich Sinn. Oh Mann, jetzt wird geknuddelt hier. Ja, die Zombies, die mögen das. Wow. Da baut sich eine Wand vor mir auf. Der Tsunami des Untodes. Ja, und jede Wette, dass wir gleich einen Turnover wieder sehen, wenn meine Ghule versuchen, den Ball aufzuheben. Ja gut, es ist halt auf die drei, ne? Das muss nicht unbedingt klappen. Kann aber. Aber ich finde persönlich auch immer den 3-Plus-Wurf immer den schlimmsten, den es gibt. Ah, hast ihn doch. Mal an. Guck mal an. Weiß nicht, ob du das jetzt wirklich tun willst. Naja. Naja, also auf So die was. 4 würde ich es nicht machen. Du kannst ja noch laufen. Du kannst ja auf die 3 werfen. Wenn du unbedingt drauf anlegst. Also, das ist mal nur mal so Aber ein gut es gemeinter muss Tipp. ein Feld sein, ne? Damit der Wurf als Wurf Nein, du zählt, oder? kannst den Wurf auch direkt daneben machen. Nur dann musst du gezielt auf die Einheit klicken und dann sagen, Ball passen. Okay. Das geht auch. Du kannst also quasi den Ball, die einen Meter direkt daneben stehen, den Typ ins Gesicht werfen und er kann ihn trotzdem noch fangen ohne Erschwernis. Versuch das mal im echten Leben, Leute, ist echt hart. Hast du mal Football gespielt, oder? Ich habe selber nie wirklich richtig Football gespielt, mal in der Schule eine Zeit lang, weil ein Schulkamerad war ein großer Football-Fan, da hat man das hin und wieder in der Pause gemacht. Habe ich auch gemerkt, ist nicht ganz so mein Sport. Ich war eher so der Basketball- und Fußballtyp. Wobei ich auch im Fußball eher Torwart war. Mal, geht doch. Aber ich mochte diesen Football einfach nicht. Also das war für mich so ein seltsames Gerät. Ja, der Also Joker, werfen war der kein schreibt. Problem. Das Ding fangen fand ich immer so seltsam. Ja. Ich habe das immer versucht, wie so ein Basketballer beziehungsweise wie so ein Fußballtorwart zu fangen. Und das war dann irgendwie immer falsch. Weißt du eigentlich, dass deine Zwerge noch viel zu eng da stehen? Also ich habe nicht vor, das irgendwie großartig aufzulockern für dich. Also Ja, das habe ich fast befürchtet. meine Zwerge sind von Natur aus ein bisschen eigen. Du kannst auch den Turn Ja. beenden, wenn du fertig bist, ne? Ja. Ich hatte gerade noch was überlegt. Das dauert ein bisschen, also alter Mann und so. So, jetzt stehst du erstmal auf, mein Freund. Okay, den hier bekomme ich jetzt so leicht nicht weg, es sei denn, wir machen da mal was. Fangen wir einfach mal damit an. Genau, das war schon mal der richtige Ansatzpunkt, möchte ich mal behaupten. Dann gehe ich noch dahin. Das kann ich schon mal anfangen hier mit so ein paar Faltaufgaben. Wir machen jetzt Untoten-Origami.
und legen jetzt mal so ein paar Jungs von denen hin. Genau. Eigentlich schlafen die schon lange genug, ne? Ja, aber wie du siehst, der hatte es nötig. Sonst hätte er ja das jetzt nicht gemacht, ne? So, Aber der da. heißt ja auch schon der Tote. Gehen wir noch dahin und falten in diese Richtung. Genau. So, jetzt liegt der ebenfalls. Das ist doch schon mal erbaulich. Damit kann man arbeiten. Dann hauen wir da mal drauf. Ebenfalls schön. So, da bleiben wir auch schön hier stehen. Okay. Und jetzt kommen wir in die Bereiche der etwas kniffligeren Aufgaben, wo ich mir überlege, wie ich das jetzt mache. Oh, da steht jetzt dran auf Gegner warten. Bist du noch da? Ja, aber ich habe gerade Connection interrupt. Hörst du mich Okay. noch? Ich höre dich momentan noch, ja. Deswegen hoffen wir es einfach mal, dass das jetzt hier nicht nachhaltig wird. Jetzt, genau, Okay. hat der nochmal gerollt im Nachhinein. Jetzt siehst du auch, was passiert ist. So, und jetzt kommt halt der große Moment, wo ich mich frage, ob ich das tun will. Wenn das klappt, wäre es unglaublich stark. Wenn Jetzt muss ich mal das. kurz nachfragen. Im Chat bei mir war der Stream gerade verschwunden? Okay. Aber hier Verbindung bei uns beiden steht, ne? Also ich kann dich hören, du kannst mich hören. Ich höre dich, ja. Wenn du mich hörst, dann hören wir uns gegenseitig. Jawohl. So, weil dann bin ich nämlich jetzt ernsthaft am Überlegen, ob ich jetzt hier crazy shit mache. Natürlich hat er verkackt. Nee, dann ist es mir egal. LOL! So viel Glück muss man haben! Da. Das ist kriminell, ey. Oh Gott, ich schäme mich fast. Ja, du hast Das die kann Wahl doch nicht. zwischen Pau und Ja. Pau. Ah, das kann doch nicht sein, ey. So unfassbar. Ja, ich muss ihn da doch noch hinhauen. Bäm! Da liegt der große Junge. Oh, ist das herrlich. Deswegen liebe ich dieses Spiel manchmal. Aber auch nur manchmal. Also ich entwickle wirklich eine Zwergenallergie. So, jetzt gehen wir da schon mal ein bisschen ran. Einfach nur so zum Spaß. So, okay, dann schauen wir mal. Also ich gebe zu, das war jetzt gerade schon wirklich absolut YOLO. Ich hatte mich eigentlich Oh, gerade eben schon oh, von Hut wieder verabschiedet geistig. Und dann macht er daraus zwei Paus, ey, unfassbar. oh. Sollen wir aufstehen hier, die Jungs? Ach, Junge, 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 Junge. Da hast du mir jetzt aber wieder eine Kopfnuss gegeben. Deswegen habe ich auch den. Eigentlich habe ich genau für solche Aktionen den Slayer mitgenommen. Bloß ich war jetzt halt nicht bereit, gleich dafür einen Reroll auszugeben. Naja, kriegst du ein bisschen Revanche dafür. Naja, dafür kassiert es garantiert auch. Ich ahne es jetzt schon. Ich wusste es. Au. Ja, das klingt doch gut. Er sieht Sterne. Der nächste Zweig zu Boden. Du hast halt sehr, sehr viele One-versus-One-Situationen auf Dauer, die nicht so geil sind, wenn man selber keinen Block hat, aber der Gegner hat Block. Ja, zweimal Block habe ich, aber das reicht nicht. Ja, Nicht das gegen ist Zwerge. richtig. Das ist richtig.
Tja, lass mal überlegen, wie machen wir's? So, bevor ich da mich wieder verklicke. Die Jungs haben doch da kein Tackle. Das klingt doch schon mal gut. Das Tackle habe ich schnell. Ja, das befürchte ich. Nein, kein Pass. Ah, schade. So muss das. So stelle ich mir das vor. Nö, da nicht her. Ja, versuchen wir es einfach mal. Ja. Au! Frechheit! Warum? Weil das auch noch gleich ein Rüstungsbrecher war. Wir sehen ja mehr Zwerge Sterne als gerade Untote, das geht nun wirklich nicht. Also ich bin da ganz zufrieden mit. So, aber ich glaube, der ist wichtiger hier. Nein! Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt den letzten Reroll dafür ausgeben Nee. wollen würde. Nee, nee. That's the point! Jetzt gehst du erstmal dahin. Dann gehst du dahin. Das kommt jetzt äußerst unerwartet. Jockbert, schreib mir mal, wenn sich da wieder was ändert, weil irgendwie scheint was mit der Qualität gerade oder mit der Internetverbindung bei mir nicht zu stimmen. Ja, komm, und dann legst du dich am besten mal schlafen. Nee, es hat so funktioniert wie gewünscht. Im Grunde ist es ja egal. Nee, es ist nicht egal. Ja, ich mach das jetzt so. Na also, lol, hätte ich nicht mal den Tackle gebraucht. Hätte ich jetzt auch gelacht, wenn der Ball da gelandet wäre, wo ich ihn will. Okay, aber immer liegt der Ball so am Boden rum. Das ist ja schon mal mehr, als man erwarten kann. Da bleibt die Sachlage natürlich schwierig. Ich probier's. Ja, okay. Das wollte so nicht. Die mir halt nichts bringen, ne? Willkommen in meiner Welt. Machen wir es mal so. Ja, auch nicht schlecht. Zum Glück keine Okay. Sternchen. Ja. Das hier ist jetzt halt alles, aber nicht toll.
Nee, das lasse ich. Ich erwarte, dass du das tust. Aber da hast du mehr erwartet als ich selber. Der Moment, huch, da liegt ja einer. Hatte ich auch schon ein paar Mal in dem Spiel, ey, wo ich so, da liegt schon einer seit drei Turns und ich hatte ihn völlig vergessen. Der Moment, wo man ADHS auf ein völlig neues Level hebt, ne? Aber sowas von. Und da liegt er. Schade. Oje. Ah, der arme Hicks. Ja. Das ist natürlich jetzt eher unterdurchschnittlich gut. Vor allem, dass halt ein Zwerg K.O. geht. Ey, das ist wieder mal typisch für dieses Spiel. Ah, dann nehmen wir den doch einfach mal. Ja, ich sehe schon. Ich finde es natürlich nicht gut. Prangere das an und verurteile es sehr. Wirklich? Ach Mensch, das tut mir fast leid. Das finde ich jetzt natürlich wieder sehr erbaulich. Warum halte ich nicht meine Klappe? Ah, nee, komm. Das ist es mir jetzt nicht wert. Ja, so ist besser. Ja, bin ich froh, dass jetzt schon im Turn 3 deine Rerolls weg sind. Das finde ich jetzt wiederum sehr schön. Ach, guck mal, da ist dein Longbeard, der schon Level Up hat. Genau. Muss ich doch mal grad mal gucken, was der so Schönes gelernt hat. Der belästigt dich da so ein bisschen. Ja, ich merke schon. Ich finde, der könnte mal schlafen gehen. Nö, da schlafen schon genug Zwerge. Ah, der Moment, wo es irgendwann mal fragwürdig wird mit den Rüstungsbrechern, ey. Ei, ei, ei. Wollt gerade schon rufen, pasch, pasch, pasch. Nein, das war noch ein bisschen zu riskant. Na, gibt's ja wohl nicht. Jawohl! Nein! Nein! Oh, okay. Das war jetzt auch spannend, ja. Ah, das kann nicht Okay. wahr sein. Jetzt steht er mal auf. Und er steht auf. Er steht auf. Und er steht auf. Das ändert jetzt natürlich auch insgesamt so ein bisschen meine gesamte Taktik, ne? Ach ja, aber kennst du diesen Moment, na, du überlegst dir was total Kluges und dann sagt Naffel, nee. Ja, ich weiß. Es ist eigentlich das Grundprinzip dieses Spiels, das genauso verläuft. Ist gerade ätzend. Eigentlich gibt es nur einen Weg, wo ich ihn hinstellen kann, aber dann ist er wieder nur so halb geil nützlich.
ist den halt auch auf, weil wir haben ja gerade keine andere Möglichkeit. Ja, wir können. Ach nee, das ist ja auch wieder bloß so. Ach Gott, ich hasse mein Leben, ey. Ich hätte ja doch blitzen können. Wenn ich jetzt hier blitze, habe ich auf jeden Fall rote Würfel. Ich riskiere das jetzt hier einfach. Hat nicht viel geholfen. Bibum. Hat leider nicht so viel geholfen. Also gut. Ja, es wäre jetzt besser, wenn genau sowas mal kommen würde. Genau dafür hebe ich mir auch mal meine Rerolls auf. Und jetzt liegt das Ei da wieder rum. Unfassbar. So. Ist das ein Gekabbel hier, ne? Yep. Da muss ich mich mal dafür revanchieren, glaube ich. Ja, ich sehe schon. Das ist ein ewiges Hin und Her. Eieiei. Was macht jetzt der Onkel? Weiß es nicht. Momentan finde ich die Gesamtsituation eher beengt. Ja, Och. ich räume ein bisschen auf. Och, ey, wisst ihr, das ist so ein Spiel, wo Zwerge K.O. gehen, ey. Das ist halt echt lächerlich. Das ist so hart lächerlich. Ein Spiel, wo Zwerge K.O. gehen, schon zwei und auf der anderen Seite ist noch nicht mal irgendwas raus. Yikes. Ich weiß gerade noch nicht so wirklich, was ich machen möchte, um ehrlich zu sein. Das finde ich gut, glaube ich. Da noch mal ein. Oh, war ja Ah. klar. Naja, bis jetzt lief's ja gut für dich. Naja, kommt. Meine zwei Zwerge K.O. und nach draußen befördern, das ist doch schon mal was. Ja, eine Verletzung oder Tod wäre schön gewesen. Nö, bin ich dagegen. Echt? Ja. Och Mensch, schade. Mir gerade eben so ein bisschen so vor, als ob ich hier so ein Punching Ball wäre. Naja, so ein klein wenig bist du das. Ja, genauso fühlt sich's auch an. Nein! Yeah! Endlich! Endlich ist es mal vorbei! Yes! Oh Gott sei Dank! Endlich mal einer raus! Ah, ja. Oh, das ist so schön und so wichtig. Ich hätte den Ball erst aufheben sollen. Ich danke dir dafür, dass du es nicht getan hast. Okay. Na gut. Sagen wir es mal so, die Situation bleibt situationsbedingt schlecht. Ja,
Beste, was ich eigentlich machen kann, ist jetzt hier ein Blitz. Ja, ist klar. Alles, selbst das Schieben wäre besser gewesen als dieses dämliche Ergebnis gerade eben, ey. Und so diese Momente, wo ich einfach nur ins Horn brechen will. Ja, Jokebird, da hast du recht. Der Captain Ex Machina, der nimmt mir das immer noch krumm, dass ich ihn für mein Team rekrutiert habe. Schreibt er gerade. Also der Captain mag dich nicht. Mhm. Schiebung. Bist du so nah dran am Ball und hast ihn trotzdem nicht. Okay. Yes. Das war schon mal was wert. Und jetzt verlassen mich so langsam aber sicher die Optiones. Yes! Ah, das darf nicht wahr sein. So, das war schon mal gut. sehr, sehr wichtig. Ja, manchmal muss man dann halt auch mal ausweichen. Und das als Zwerg. Ja, du glaubst gar nicht, wie oft ich solche Aktionen schon gemacht habe. Ich denke auch gerade wirklich lautstark über sowas hier nach. Yes! Okay. Jetzt wird's spannend. Das war unglaublich wichtig für mich, dass das so klappt. Und weiter geht's. Das ist ja 50-50 Chance. Kann ja auch mal klappen, ne? Kann, muss aber nicht. Richtig. So, was haben wir denn da? 50 Dodge, 50 Dodge, 50 Pickup. Und dann bin ich noch nicht weg. Das heißt, ich muss mal ein bisschen aufräumen hier. Wir arbeiten jetzt beide ohne Reroll. Dann ist eine Menge Scheiß passiert. Bringt jetzt gerade nicht so viel hier. Ach, go for it, ne. Wieso ist das ein go for it, wenn ich den da... Weil die nur Bewegung 3 hat und fürs Aufstehen verbrauchst du 3. Und Mist. Deswegen... Ist das gerade nicht so schön. Also ich möchte da vehement widersprechen. Ich freue mich seit 2 Turns zum ersten Mal wieder. Ja. Nur noch ein Würfelblock hier. Das hatte ich versucht zu erreichen. Na komm, fangen wir da an. Ja, das ist der einzige, wo kein nur ein Würfelblock am Start ist. Das ist wahr. Wow, Sir, Sie haben einen Zombie frei. Das ist die beste Option jetzt tatsächlich, die du, glaube ich, rausholen konntest. Na gut, dann fahren wir mal. Jetzt bin ich gespannt, was das werden soll. Nicht viel. Ist jetzt nicht unbedingt den Pfad, den ich gewählt hätte? Ich versuche einfach gerade nur so ein bisschen hier noch rauszuholen, was irgendwie noch Vorteile für mich eventuell noch rausholt. Ja, das hier zum Beispiel, ja.
Steht dieses Scheißvieh schon wieder. Oh. Boink. Na, das war gut. Das war sogar sehr gut. So, aber... Ja doch, komm. Ach, Mann. Der bleibt stehen. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ene mene mu und raus bist du. Na komm, erstmal hier das Risiko. Oh, das ist... Und blöder Power aber auch. Vielleicht nicht. Ja, mach mal. Ja, viel zu verlieren habe ich jetzt nicht. Also ich wollte eigentlich an der Stelle hauptsächlich anmerken, dass man das auch anders machen kann. Du kannst nämlich erst weglaufen in die 3-Plus-Zone und musst nicht direkt in die 4-Plus-Zone ausweichen. Ah, okay. Kannst das stimmt, das hätte ich auch. Kannst nämlich einzelne Punkte setzen. Das Hallo muss... Necro Nico. Aber ich wollte dich jetzt... ich wollte dich jetzt hier in deinem Tun nicht unterbrechen. Ja, aber da merkt man ja, ich bin noch absoluter Frischling und du bist ja nicht umsonst bei uns in der Gruppe gerade der Favorit, wie der Taktik-Fuchs so schön sagt. Ne? Naja, bis jetzt habe ich noch nichts gewonnen. Echt nicht? Nee, ich habe nur unentschieden gespielt. Okay. Ich habe leider schon zwei Niederlagen gegen die Zwerge auf dem Konto. Das ist alles nicht immer so einfach, wie man denkt. Also, der legt sich doch mal schlafen, der Junge. Sogar richtig. Okay. Schade. Ja, und das war der Moment, wo meine Optionen dünn wurden. Muss ich einfach nur hoffen, dass er dieses blöde Ei aufhebt. Yes. Okay. Das stimmt. Und das Freundschaftsspiel gegen dich, Joker, da hast du recht. Oh, oh, oh. Und es bleibt, glaube ich, bei meiner Zwergenallergie. Aha, aha, aha. Das ist das erste Mal, dass ich übrigens einen Ball erobern durfte. Freut mich für dich. Das war zuvor noch nicht so möglich. So. Ja, da sagst du was, Nico. Crazy Shit muss halt manchmal sein. Okay. Dann dein Turn. Und weißt du was, Merp? Ich befürchte, mein geheimes Ziel werde ich auch nicht erreichen, noch einen neuen Zombie zu kriegen. Ich hoffe tatsächlich nicht. Meine Zuschauer wären, glaube ich, echt stinkig, wenn einer von ihnen sterben würde. Ach, das mag ich. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Wobei einige von denen sind ja auch Blood Bowl-Veteranen, ne? Die wissen, dass man auch mal hops gehen kann.
Tja. Ah, Risiko, Risiko, Risiko. Aber werde ich eingehen müssen wahrscheinlich. Wird schwierig werden für dich da ansonsten noch was ranzuholen. Deswegen habe ich dir auch diese Blockaktion ja gerade eben noch riskiert. Der arme Hut legt sich schon wieder hin, ey. Batsch. So, das sieht doch jetzt schon fast ein bisschen besser aus hier. Und wieder Batsch. Könnte aber jetzt mal einer wirklich liegen bleiben. Da sind schon genug liegen geblieben. Dann noch nicht genug. Gucken. Doch, zwei liegen Ach, draußen schade. sogar. Fangen wir damit mal an. Nein, Mann. Schiebung, War so Schiebung. klar, war so klar. Du wolltest den Zombie freikriegen, ist mir schon klar. Na, ich hatte die Hoffnung, dass ich vielleicht mal eine Runde faulen könnte. Da hoffe ich, dass du eine immer schöne Paschs würfelst. Dabei nicht mal durch die Rüstung kommst. Ja. Okay. Das finde ich Das sieht sympathisch. doch gut aus. Ja, und jetzt ist es 50-50. Naja, nicht ganz, du hast noch ein Go for it zu machen. Also ich Aber würde trotzdem. mal sagen, 45% Chance auf Erfolg. Ja, ist aber trotzdem alles besser als den anderen Scheiß Ja, hier. natürlich, natürlich. Ich widerspreche nicht. Ich schätze gerade eben nur die Chancen. LOL! No! Das ist perfekt! Ich mag deine Ich Ghule. war mein alles rigoros erledigt und er legt sich schlafen. Ey, es ist nur noch gefehlt, dass die Rüstung durchgeht und er tot Ja. geht. Okay, dann, Mach mal einen Touchdown. Scheibenkleister, ey. nein, ich werde kein. Oder ich weiß nicht, ob ich einen Touchdown mache. Muss Ja, gerade. Nico, mein allererstes Ligaspiel war schon gegen Zwerge. Zweite war gegen Chaos-Zwerge und jetzt beim Mörb wieder gegen Zwerge. Aber im Moment läuft es tatsächlich jetzt gerade am besten noch von den Spielen, die ich bisher gemacht habe. Halt mir gerade eben hier noch ein paar Optionen offen. Ja, weil ich jetzt ganz ehrlich mal, ich sehe da gerade nicht wirklich eine gute Chance, wie ich dich da noch aufhalten könnte. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, dein Typ liegt aber auch faszinierend. Könntest ja mal reintreten. Nee. Was passiert eigentlich, wenn ich den da umhauen würde und der Ball landet in der Touchdown-Zone? Dann ist gar nichts, dann liegt er da. Ich muss ihn Ah, ja in der okay. Hand haben, um da den Punkt zu bekommen. Und wenn der Ball nach draußen scattert, dann werfen ihn die Leute außerhalb, die wir nicht sehen, durch die Gegend und dann landet er random auf dem Spielfeld. Okay, dann fangen wir doch mal hier mit Dingen an, die nicht so tragisch sind. Wobei ich auch gerade eben realisiere, ich hätte jetzt natürlich auch mal blitzen können, ich Honk. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Ach, da habe ich jetzt kein Problem mit, also. Das ist okay für mich.
Aber da ist ja richtig Schwein gehabt. Nikon, Nö. Nico. Ach so. Ja. Er schreibt gerade, dass er mit seinen Menschen demnächst wahrscheinlich wieder sich als Cheater beschimpfen lassen muss, weil er ein Geschick 5 Werfer hat, der mit 2 Level-Ups zweimal geschickt bekommen hat. Ja, das kann passieren. Ich habe so einen Scheiß auch schon gesehen. Aber in einer regulären Liga kannst du das nicht cheaten. Du kannst in der Open Ladder kannst du das dir so hinarbeiten, aber das dauert halt ewig. Aber in einer richtigen Liga, so wie wir, kannst du das nicht cheaten. Er hat halt richtig Glück gehabt, denke ich. Beim Würfeln. Naja, das kommt vor. Ach, du willst doch jetzt nicht wirklich mich da noch in die Zuschauer? Oh, Doch, doch, und der dann ist noch ein raus, der K.O. Junge, der ist raus. Auch das noch. Ah, oh, jetzt fühlt sich's an wie Blood Bowl mit Zwergen. Ay caramba. Ay Und caramba. ich finde, ich feiere es jetzt schon, dass ich Tank den Movement abgegeben habe. Das war die beste Entscheidung, die ich jemals in dieser Mannschaft getroffen habe. Ah, komme ich nicht ran hier. Eieieiei. Eieieiei. Immer auf die Fresse. Oh, der hat, glaube ich, auch schon. Guck mal, der hat schon 5 von 6 SSP-Punkten. Dann wollen wir doch da mal draufhauen. Den brauche ich aber noch, den Gorwin. Das ist ein echter Blood Nein, Bowl-Fan. nein, nein. Nein, nein. Der kann schlafen gehen. Meine es bei diesen langen Bärten dann erstmal noch diesen einen blöden Punkt noch irgendwo herzaubern. Wenn die nicht gerade eine Verletzung machen, kann das Jahrhunderte dauern. Drei Würfel! Das kann nicht wahr sein. Boah, ey. Hast du aber gut gemacht. Ich prangere das an, weil du das gut gemacht hast. Mann, ey. Ey, sei froh, dass das so jetzt noch gelaufen ist. Sonst wäre nämlich deiner jetzt am Boden gewesen. Das war glücklicher, als du gerade eben fassen konntest, durch die Entscheidung, drei Würfel draus zu machen. Aber drei Würfel und dann Du, zweimal Angreifer geht down, ich ne? hab schon mal einen Triple Skull gesehen, der auf einen Triple Skull gefolgt ist. Das ist mir ähnlich schon mal passiert. Ja, jetzt wollen wir mal. Und das Krankste war, dass das, glaube ich, mein Rattenoger gewesen war, bei dem ich sogar tatsächlich den Reroll überhaupt noch auf die 4 plus machen durfte. Warum machst du den Blitz dafür? Weil eh alles schon benutzt war. Okay. Na gut. Will ich das jetzt wirklich probieren oder will ich es nicht? Na komm. Was kann schon passieren? Berühmte letzte Worte. Ein Eine Skull, Schiebung. es hätte ein Skull passieren können mit allem Möglichen, aber auch ein Pow. Alles drin. So, und jetzt hoffe ich wirklich mal, dass Naffel noch ein bisschen für mich ist. Was ich nicht glaube, aber okay. Es ist da oben immer noch eine 50-50-Situation momentan. So. Bitteschön. Ich bin gerade eben unschlüssig, wie ich das jetzt hier veranstalten will. Ja, du stellst dich wieder auf. Bin ich halt echt am Überlegen, ob ich diese zwei Go-For jetzt riskieren soll oder nicht.
Na, ich habe mir mal sagen lassen, da kann man auch bei sterben. Ja, Also tu dir keinen Zwang an. ich hab schon mal einen blotschenden Geschicklichkeits-4 Menschenspieler durch einen Go-For-It-Tod verloren. Ernsthaft? Mann, war ich sauer. Ja, der hatte tatsächlich ein normaler menschlicher Spieler, war es, glaube ich. Der hatte Blocken, Ausweichen und Geschicklichkeit 4. Da war ich echt traurig mit meinem Leben. Was? Bist du gerade eben wieder weg? Ja, ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Eigentlich habe ich eine schöne Kabelverbindung hier. Pfingst-Internet. Ja, wahrscheinlich. Ja, an der Stelle auch nochmal eine Entschuldigung bei mir an den Chat. Normalerweise läuft das flüssig. Also ich befürchte, es liegt wirklich an Pfingsten gerade so ein bisschen. Und ja, keine Ahnung. Wir mussten es halt vorverlegen, unser Spiel. Jo. Wobei ich es mir auch nicht erklären könnte, warum es am Pfingsten liegen sollte. Aber es gibt immer wieder solche Momente, wo Wenn man... alle zu Hause sind und tatsächlich jetzt hier alle ihren Streamingdienst machen, ich meine, es ist immer noch Corona, ne? Ja. Komm, ich riskier's. Oh, da passiert's natürlich. Das war schön. Übrigens, der Stream buffert nur immer in deiner Runde. Du scheinst ein schlechtes Karma zu haben. Okay. Joke, weil ich hab's weitergegeben. Ei, Karamba, was machen wir? Gute Frage, nächste Frage. Wir schieben eine Runde. Und da geht er wieder zu Boden. Der arme Hut. Oh. Ja, Hut Könnte man ab, das ne? Verletzen kriegen? Der könnte wirklich mal langsam eine Verletzung abkriegen. Der hatte schon in Aber seinem eng. allerersten Spiel eine Verletzung, dass er für ein ganzes Match aussetzen musste. Ich glaube, der hat gerade von Verletzungen die Nase voll. Ja, und ich schieb einfach mal ein bisschen Zwergenkegeln hier. Ja, das sehe ich auch. Einwürfe. Ich ahne jetzt schon, dass ich es als bereuen werde, dass ich den Touchdown nicht gemacht habe. Ja, ich habe keine andere Wahl, der muss jetzt kommen hier. Ah, so sieht's doch gut aus. Gott, nein, oh nein, oh Was nein. passiert, wenn ich dich auf die Dann hat Touchdown-Zone der Ball spiele? eine Drittelchance, dass er rausgeht und dann kann er sonst wo landen. Lol. Natürlich kommt da auch gleich der Rüstungsbrecher. Und er hat ihn, ist klar. Ja, so muss das. Oh, jetzt geht's los, ey. Ich hab doch gesagt, ich bereue es, dass ich diesen scheiß Touchdown nicht gemacht habe. Das ist in diesem Spiel immer so. Ich stehe noch nicht so gut da, das ist das Problem, ne? Ich bin auch überzeugt davon, dass es vom Spiel fest so einprogrammiert ist, dass solche Situationen den kompletten absichtlichen Turnover bekommen. Denn diese Szene, die jetzt hier gerade eben passiert ist, die habe ich schon viel zu oft exakt so erlebt, aber wirklich exakt so. Sein.
Oh, jetzt buffert's bei dir aber gerade eben mal. Ja, jo. Also nochmal wirklich sorry. Keine Ahnung, woran es liegt. Halten wir fest, ich bin unschuldig. Hä? Ja, Was ist denn? Oh. Ach so, das war die das wird Wiederholung einfach jetzt. nur wiederholt, weil er nochmal mit dem Server die Verbindung herstellen musste. Dachte jetzt, ich hätte gerade meinen ganzen Zug versaut. Tja. Leider nicht. Na komm, versuchen wir einfach. Eh die letzte Runde. Oh, Und da krass. geht er runter, das ist schön. Mutig, mutig. Okay. Ja, was? Der gerade Jokebird schrieb, der Stream sei auch weg. Ah, ich liebe es, wenn sowas passiert. Oh Mann. Das hängt alles von Flex ab. Im Grunde machen wir erstmal vermeintlich sichere Dinge. Aber dass die Zwergen stumpfens immer Block schon von Anfang an mitbringen, das ist schon übel. Sie sind dafür aber auch wirklich unfassbar langsam. Ja, komm, ich versuch's. Es ist die einzige Möglichkeit. Nee. Halt mir fest, ich habe den Ball trotzdem dahin gebracht. Also, du hast jetzt einen Touchdown der Herzen gemacht. Genau, das ist das Wichtigste. Ja, da hat man es mal wieder, man bereut es dann halt am Ende dann doch, wenn man solche Sachen dann nicht macht. Ja, war ja klar, ey. Boing. Wenn die Zwerge zu blöd zum Laufen sind. Was jetzt schön wäre, dass wenn deine K.O.-Jungs einfach unten Nein, ich bleiben. hoffe, dass die wieder kommen. Ohnehin schon kriminell genug, dass die draußen rumliegen. Also sie bleiben liegen. Sie bleiben liegen. Dann hoffe ich, dass deine draußen liegen bleiben. Oh Nein, nee, meine kommen. natürlich, die stehen wieder auf. Ach komm, ey. Oh nee. Ach, herrlich, herrlich, herrlich. Und damit soll ich jetzt in die Offensive gehen, klar. Ja, warum denn nicht? Oh. So, wo ist denn der Captain hier? Der Captain darf sich, glaube ich, mal woanders hinstellen. Er darf mal in die Mitte. Ich hätte diesen blöden Touchdown machen sollen. Ich hasse es. Joa. Darin bin ich Belassen wir selber es. schuld. Aha. Du kriegst gerade ein Doppel-LOL bei mir auf dem Chat. Na, zu Recht. Jogbird ist wieder alles okay. Und Necron Nico? Zurzeit ja, okay. Boah, das ärgert mich gerade so maßlos, dass jetzt hier dreimal das Ding gebuffert hat. Ja, nachvollziehbar. Eigentlich haben wir eine 400er Leitung und das stört es eigentlich auch nicht, wenn meine Frau hinten Fernseh guckt. Aber wer weiß, wenn jetzt gerade wieder alle zu Hause sind.
Also wir waren vorhin ja tatsächlich zum ersten Mal seit Ewigkeiten essen, weil heute auch tatsächlich der Hochzeitstag von mir und meiner Frau ist. Oh, gratuliere. Dankeschön. Und da war überraschend wenig los. Also ich glaube, es sind wirklich viele Leute zu Hause, sehr viele. Was ja auch nachvollziehbar ist. Okay, dann fangen wir doch mal den einfachen Dingen im Leben an. Naja, die vermeintlich einfach erscheinen. Ja, da bin ich beruhigt. Und willkommen bei mir auf dem Stream, Revioras. Oh, echt jetzt. Jetzt kriege ich hier die Schiebung auch noch obendrein, ey. Das Spiel will mir jetzt anscheinend hier gerade eben den letzten Spaß nehmen. Na komm, dafür jetzt ein Doppeldown. Das ist gut. Ja, das ist aber sogar doppelt unnütz, weil ich hätte lieber einen Pau und den anderen dann in einem anderen Würfel. Der doppelte Pau bringt mir ja gar nichts. Der sieht bloß beeindruckend aus, aber eigentlich ist er total Kokolores. Also den Captain Ex Machina, also jetzt weiß ich auch, warum der bei mir angeheuert hat und nicht mehr beim Taktikfuchs spielt. Der schläft einfach zu gerne. Okay. Jetzt wird's natürlich blöd. Komm, lass ihn fallen. Na. Okay, das war schon mal ein guter Anfang. Sei ich jetzt ungewöhnlich, dass ich jetzt nicht gleich einen Zwergen-Cage draus mache. Das gebe ich zu. Das mag den einen oder anderen sehr verwirren. Ja, mich zum Beispiel. Bin mal gespannt, was du mir nachher dazu sagst, warum du jetzt noch keinen Cage machen möchtest. Ja, ich mache jetzt schon einen, aber keinen vollwertigen. Der Jokebird schreibt gerade, der Captain Ex Machina, der hat in dem Freundschaftsspiel, was wir gemacht haben, hat er auch dreimal Nickerchen gehalten. Also der war auch dreimal Stunt. Also. Na also. Konstant. Aua. Jetzt willst du es aber wissen, ne? Ja. Okay. Ay caramba, okay. Was machen wir daraus? Befürchte nicht so viel. Du stehst erstmal auf. Natürlich. Torkel. Ich mag die Zombies. Ich auch. So. Ich habe ja mal Nekromanten gespielt. Der DBBL war unglaublich lustig mit denen immer. Pui. Maledeiten drei Würfelblocks. Aber jetzt wäre schön, wenn ich ein Skelett hätte, aber egal. Hast gar kein Skelett gekauft, oder? Ah nein. Weil ich mir denke, dass die eine Panzerung von den Zombies deutlich besser ist als Six Skull. Das haben auch schon einige zu mir gesagt, wobei ich trotzdem eigentlich immer ein, zwei Skelette mehr ganz cool fand.
Ja, also ich kann das nur wirklich empfehlen, Revioras, einfach mal wieder zu spielen. Also es macht wirklich Fun. Auch wenn man hier doch ganz schön Kopfnüsse manchmal kriegt. Sehr gut. Meine Herren, das kann doch nicht wahr sein. Komm, geh mal hinterher. Zweimal go for it, das bringt nichts, das bringt nichts. Das bringt jede Menge Ärger. Ja, das auch. Torkel mal dahin in Ruhe. Grunzen in Gule. Uns grunz. Ich mag sie. Das sah spannend aus. Ja, habe ich mir auch gedacht. Ach ja. Wo geht er daher? Zweimal go for it. Okay, der Revioras hat in einem Spiel am Tabletop-Tisch, in einem Spiel Dunkelelfen gegen seine Skaven 8 bis 9 Spieler verloren. Danach war die Lust weg. Ich meine, das kann ich mir vorstellen. Wobei die Skaven ja wirklich jede Runde auch Leute verlieren. Oder was sagst du, Marc? In der Regel ja, wobei ich jetzt mir persönlich da glaube ich die Laune nicht verhageln lassen würde von einem einzelnen Spiel. Also bei mir waren es ja sehr, also wirklich Dutzende Spiele, die mir auf Dauer da die Laune verhagelt hatten und deswegen habe ich ja dann auch wegen dem Stress aufgehört gehabt damals. Hauptsächlich aber auch wegen dem Terminstress. Ja, du hast eine ganze Menge zu tun, ne? Ja, zwar, YouTube und Twitch zu machen, ist zeitlich aufwendig. Ist nicht unbedingt körperlich oder so oder auch nicht intellektuell meistens anstrengend, aber es ist zeitlich aufwendig. Machst du das denn hauptberuflich oder Inzwischen nebenbei? tatsächlich ja. Also ursprünglich war ich ja Doktorand in der Biophysik und das habe ich auch abgeschlossen. Aber aus Familiengründen habe ich keinen richtigen Job antreten können, weil es zeitlich nicht möglich war, weil die Betreuungszeiten bei uns für die Kinder nicht ausgereicht hätten, damit meine Frau und ich da weiterhin berufstätig wären. Und deswegen kam dann eines zum anderen. Ja, So. das kann ich nachvollziehen. Ich bin quasi bis heute noch Erzieher in der Kita. Und dann ab, ja, Dienstag unterschreibe ich den neuen Vertrag, bin ich dann in der Wohngruppe. Dann habe ich wieder Schichtdienst. Aber ich habe mich halt wirklich dazu entschlossen, das zu machen. Einfach, ich kann nicht mit 20 anderen Kindern erst den Tag verbringen, komme dann nach Hause und habe dann meine eigenen Kinder noch. Die kommen halt immer zu kurz. Und deswegen habe ich gesagt, ich brauche tagsüber was anderes zum Arbeiten. Ja, das glaube ich. Ja, und deswegen habe ich halt Streaming immer nur so ein bisschen als Hobby betrieben und lange Zeit auch kein gutes Internet gehabt. Das Übliche. Und dann habe ich jetzt wieder angefangen. Dank euch übrigens mit der Blood Bowl Liga, ne? Das ist doch cool. Also ich bin auch eher nur so spontan reingerutscht. Also das Gespräch war ja mit dem Hobbygeneral, der dann noch gefragt hat, du, kennst du eigentlich Blood Bowl? Und ich so schmunzel, ja. Ja, ich habe neulich ein Video bei dir geschaut. Oh, Nicht dann bin ich Kislev, teilweise sehr die. salty. Nee, irgendwie die Vorstellung von den Norse habe ich mir, glaube ich, angeguckt. Was du damals gemacht hast. Ich weiß nicht, also 2 Jahre oder 3 Jahre oder so. Ich weiß es gar nicht mehr, wann das her war. Das kann sein, also ich weiß es nicht mehr, wie lange das her ist. War aber sehr interessant tatsächlich. Also so interessant, dass ich die Norse mit Sicherheit mal ausprobieren werde.
Also die Norse habe ich damals sehr gerne gespielt. Ah, jawollo! Oh. Da klingelt's. Ja. Da klingelt's im Karton. Ich vergesse immer auf Skip zu drücken hier. Komm, geh da hin. Schaffst du schon, Junge. Und das schaffst du auch noch. Yes! Okay. Jetzt hast du mir wieder eine Kopfnuss gegeben, ja. Ja, Eieieiei. mit Absicht. Das Risiko, wenn ich noch einen Reroll habe, war ich bereit einzugehen. Bei Zwerge ist Okay. Stellungsspiel das Wichtigste und ich muss jetzt halt einfach dafür sorgen, dass mein Runner von dir nicht mehr gekriegt werden kann. Muss im Grunde jetzt meinen eigenen Fehler aus der ersten Halbzeit ausbaden. Also ich denke, den einen Touchdown wirst du kriegen. Bin Weil du hast. immer sehr vorsichtig bei solchen Prophezeiungen, grundsätzlich. Ja, ich habe gerade eine echte Kopfnuss, um an deinen Ballträger dran zu kommen. Tatsächlich. Weil du einen schönen Keil bei mir reingetrieben hast. Du hast den typischen Fehler gemacht, den ich als Anfänger auch gemacht habe. Du hast auch deine schnellen Jungs, deine Gule, auch außen rum geführt und hast dadurch deine zentrale Linie geschwächt. Wenn die jetzt noch hinten gestanden wären, das ist Tipp für das nächste Spiel, dann hätte ich diesen Move jetzt hier nicht so machen können. Mann, Majoré. Naja, gucken wir mal. Nein, den Blitz brauchen wir noch. Fängt doch gut Nicht schon an. wieder. Da machen wir einen Reroll. Nicht viel besser, aber ein bisschen. Und dann kannst du dich da mal schlafen legen. Oh nein. Au. Candy, warum schläfst du? Wenn nicht mal Freibier ihn wecken kann. Ja. Dasselbe hatte ich gerade eben ja auch. Ja. Oh nee. Das wäre ein bisschen sehr viel riskant gewesen. Zweimal go for it. Wir probieren's. Und das ohne Reroll finde Abfällen, ich abfällen, mutig. abfällen. Ja, hat geklappt, aber solche Aktionen würde ich normalerweise nur dann machen, wenn ich noch die Rerolls übrig hätte. Ich hab doch noch einen. Ja gut, aber ich hab den in der Runde eingemacht, Genau, stimmt. du hast gerade eben keinen mehr. Jo. Aber irgendwas muss ich mir mal einfallen lassen und Naffel ist bestimmt noch mal mit mir. Ja, in dem Fall war das sogar der Fall. Okay, ab jetzt fängt es an, ein bisschen tricky zu werden. Zugegebenermaßen. Ich habe früher 40k gespielt. Und Tabletop habe ich jetzt bedingt durch die Familie und dadurch, dass in meiner Nähe der Laden leider zugemacht hat, nicht mehr ganz so viel zu tun. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin auch mehr oder weniger dann eher zu Skirmish-System umgeschwenkt. Was ich noch ganz gerne mache, ist Flames of War. Falls du das kennst. Meinst du mich oder? Nee, den Revioras bei mir Ah, im Chat. okay. Gut. Damit kann ich arbeiten.
Das total Zwergen-untypisches machen. Ja, das basiert auf dem Zweiten Weltkrieg. Man hat halt Massenarmeen. Ich spiele ganz gerne die Sowjets. Und man versucht halt seine Missionsziele da zu erreichen. Allerdings ist die neueste Version davon auch nicht mehr ganz so schön, weil da sehr viele Feinheiten rausgenommen worden sind. Dafür ist es dann zugänglicher, wie es so schön heißt. Ja, Bolt Action ist Okay. auch ein ganz tolles Game. Habe ich aber selber nie gespielt. Okay. Und was ich halt jetzt noch spiele zur Zeit von Corona über MacTech, das ist Battletech. Das mache ich noch ganz gerne. Ja, Battletech finde ich ziemlich cool. Hat bloß, wie ich finde, in Deutschland nur eine schwer erreichbare Community. Also ich habe schon diverseste Videoversuche da mal gemacht, aber sie kamen irgendwie nie so krass groß raus. Aber ich meinte jetzt nicht das Steam Game, ne? Ah, okay, ja dann. Also MacTech, das ist tatsächlich von der Tabletop-Szene noch selber irgendwie programmiert. Das gibt's schon seit den 90ern, wo halt wirklich alle Regeln oder so gut wie alle Regeln einprogrammiert worden sind und man schiebt eigentlich nur so kleine Bitmaps da über die Karte. Aber so, wo man sich halt nicht treffen kann, ist das eine echt schöne Sache. Das glaube ich sofort. Warte mal, komme ich da eigentlich? Oh, das kenne ich zum Beispiel nicht. A Song of Ice and Fire Tabletop. Tada! Komm, und jetzt noch sterben. Na, schade. Aber da reroll ich nicht. Ah, was hast du mir denn hier alles wieder hinterlassen? Nur Chaos. Na, eigentlich nicht. Ich bin ja kein Chaoszwerg. Genau. Schenkelklopfer. Okay, was machen wir? Was nun, sprach Zeus, die Götter müssen verrückt sein. Also, wenn man sich mal so die griechische Mythologie anguckt, hat man das Gefühl, die waren alle bekloppt. Oh ja, und mehr Menschen als wir heutzutage, ne? Ja, danke Jogbird fürs Zuschauen und vor allem fürs Anfeuern und dann einen schönen Pfingsttag noch, ne? Seifenoper der Antike, griechische Götter. Ich weiß noch, damals habe ich mein Latinum bekommen, indem ich ein Referat gehalten habe über den Trojanischen Krieg. Was ich irgendwie Weil witzig finde und auch irgendwie ironisch, dass man sein Latinum bekommt für den Trojanischen Krieg, der ja nicht mal wirklich sogar noch griechisch ist, sondern nur so halb griechisch im Grunde eigentlich, ne? Ja, war auch sehr spannend, um ehrlich zu sein. Aber so nach dem Motto, Hauptsache der Schüler beschäftigt sich mit etwas Klassischem, ne? Genau. Weil ich muss sagen, Plinius der Jüngere, der hat mir fast den Hals gebrochen danach. Ich hab kein Latinum, deswegen kann ich dazu nicht viel sagen. Ich habe meine gesagt, ich So. hab alles, was ich in Latein und Griechisch für mein Biologiestudium lernen musste, mir einfach quasi angeeignet im Studium. Was auch ging. Muss es, glaube ich, wirklich probieren erst. Ich bin ja der Meinung, dass du irgendwann mal bei so einer Aktion auch mal Pech haben darfst. Nee. Bin aber dafür. Ja, das glaube ich dir, aber muss nicht sein. Bin trotzdem dafür. Ja, glaube ich dir. Da geht er down, da geht er down. Aber steht wieder auf. Und immer noch kein K.O. Ja, wir hatten ja auch schon genug. Das Zwerge K.O. gehen ist ohnehin sehr selten. Wir haben da zwei Einhörner draußen rumliegen.
Mit Bart. So, dann wollen wir das mal riskieren hier. Wird schon werden. Tackle! Ah, nein! Scheibenkleister, den habe ich übersehen. Ah. Scheiße, Entschuldigung. Da bringt mir auch der Reroll nichts, ne? Weil der Tackle hast du dann trotzdem noch. Ich glaube ja. Ich weiß es aber. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade eben nicht mehr. Ich weiß es echt nicht. Na komm, Turnover. Mach den Touchdown. Ja, toi, toi, toi. Also ich weiß noch, dass ich mich, glaube ich, aufgeregt habe, dass das Tackle, glaube ich, dann trotzdem zieht. Aber ich bin mir gerade eben nicht mehr sicher. Also ich habe ja auch eine Weile Pause gehabt vom aktiven Spielen, ne? Und weil ich Also ich denke. jetzt kein Risiko mehr eingehe, lauf, du Sau! Ah, das Tackle habe ich vergessen. Aber ich hätte eh keine andere Chance gehabt. Ich hätte Ja. den Move machen müssen. Ich habe mich ja gerade nur darüber gefreut, dass dieses Tackle tatsächlich mal zieht. Wie oft ich über dieses Tackle gestolpert bin und bei mir hat es irgendwie fast nie funktioniert, ne? Wow, einer kommt wieder rein! Ja, meiner auch. Ist doch perfekt. Natürlich, bist du derjenige, der unterstützen hat. Raker, ich weiß nicht, was du gesoffen hast, aber es muss Methanol gewesen sein. Das passt einfach auf keine Kuhhaut hier gerade eben. Okay, wir machen das jetzt hier ein bisschen anders. Jo, das soll jetzt die neue Aufstellung sein. Ich führe tatsächlich und ich könnte, das Schlimme ist, ich könnte 2-0 führen, nicht blöd, Jan. So, dann wollen wir doch mal gucken, wie machen wir das jetzt hier? Na komm, machen wir mal so. Gratuliere. Yeah! Jetzt Ein Reroll. kann ich ja voll YOLO all in gehen. Ay, caramba, Joche. Ja, Wie machen ich hab wir's? den Fame gewonnen gehabt. Anfang des Spiels. Au. Oh, schon wieder geht einer K.O. Das ist doch nicht zu fassen, ey. Naja, komm, wenn so eine Mumie zuhaut, du weißt ja nicht, was die unter ihren Bandagen alle hat, ne? Ja, aber, oh Gott sei Dank, Gott Ah, sei Dank, Gott ah. sei Dank, ja! Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht mehr wahr sein hier. Sind die Rerolls weg? Jetzt sind die Rerolls weg. Finde ich einen schönen Ausgleich. Ei, Und jetzt ei, nochmal so eine ei, 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 ei. Nummer, so Bows down, Bows down, dann bin ich glücklich, dann kann ich mich ruhig in die Haier legen und den Schlaf des Gerechten schlafen. Ach ja. Komm, hauen wir den mal um hier. Ja, leider. Aua. Nicht hauen. Das war nur Streiche. Die Bartpanzerung hat's abgefangen. Ja, für irgendwas muss das ja auch gut sein. So, der alte Knochensammler hat seine Aufgabe erfüllt. Das bringt noch nichts. Ich hoffe, dass er noch weiterhin nichts bringt.
Jetzt steht der da so lame rum, ey. Und jetzt den Ball nicht aufheben, das wäre das Schönste. Das glaube ich dir sogar, dass du das jetzt gerne sehen möchtest. Ja. Fiebre auch schon mit. Ja, aber mit einer 5 bekommt er das Ding. Unverschämtheit. Habe ich schon gesagt, dass ich das anprangere? Ich glaube ja. So minimal hast du das, glaube ich, gesagt. Ja, befürchte, dass es das jetzt schon wieder war für meine Runde. Okay, dann muss ich jetzt nachdenken. Ich den da theoretisch frei bekommen, aber ist nicht so ohne weiteres ran, was ein bisschen blöd ist, aber hier könnte ich verlieren. Grundsätzlich das Schlauste tatsächlich der Move hier. Jo. Und wieder keine Verletzung. Das scheint ein sehr unblutiges Spiel zu werden. Naja, noch haben wir ein paar Runden Zeit, ne? Ja, wohl wahr, wohl wahr. Revioras, wie ist denn das Song of Ice and Fire Game? Bei den Tabletop-Simulator, da habe ich auch so ein paar schöne Sachen. Da kann ich übrigens Exodus empfehlen. Das macht auch Spaß, alleine zu spielen. Und Warfighter, das ist ein schönes Kartenspiel. Gibt es einmal die zweite Weltkriegsvariante im Workshop und einmal die modernen Variante zum Kaufen. Okay, das war schon mal gut. Und schon wieder liegt der Captain auf der Nase. Gehst du dahin? Ja, okay. Du sag mal, Revioras, basiert das irgendwie auf, wie heißt das, Battle Lore oder so? Oder ist das wirklich ein komplett eigenständiges Spiel? Ja, genau. Song of Ice and Fire. Weil irgendwo klingelt so bei mir im Hinterkopf. Aber das hieß, glaube ich, anders. Wie Westeros oder so ähnlich. Aber du bist eher am PC zugange, oder? Na? Ja, ich bin PCler, ja. Also, ich habe zwar auch eine Konsole, also eine Switch, aber die benutze ich kaum tatsächlich. Ja, das meine ich nicht. Ich meinte tatsächlich vom Spielprinzip her. Weil irgendwo klingelt es bei mir. Aber ich kann es nicht direkt einsortieren. Servioras. Okay. Du bist dran. Ja, da hast du deinen Bonuszug jetzt schon mal weg. Das ist auch mir nicht verkehrt. Ja, aber ich hätte das nicht gemacht, wenn ich jetzt nicht den gehabt hätte. Ah, Moment.
Regel Nummer 1, erstmal aufstehen lassen. Ja, richtig. Ich hätte gejubelt, wenn da jetzt der Double Skull kommt und oh, sie liegen noch schön, ja, Platz zum Tanzen. Ja, was machen wir? Ich glaube, du gehst mal dahin. Ach, da Da ist er bist du vollkommen gut. unnütz, völlig am Rand, kann überhaupt nichts machen. Ich glaube nicht, Tim. Ich heiße aber gar nicht Tim. Ich finde das immer so lustig, wenn die Mumien so, machen. Na komm, Dreierwürfel, das ist, glaube ich. Aber Ja. guck dir das mal an, ey. Zwei davon schon wieder daneben. Ja. Leider nur zwei. Na komm. Ja. Wie Sieben, immer. sieben, 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 sieben. Das wäre auch mal ein spannender Move gewesen. Aber ich glaube, das will er nicht. Und ich auch nicht. Also ich sag mal, kann man machen, muss man aber nicht. Vor allem, warum nimmt er den Weg eigentlich? Ah, wahrscheinlich, weil er nur zweimal dodgen muss, ne? Kannst den Weg auch selber bestimmen, indem du die einzelnen Positionen anklickst. Ja, das weiß ich. Ich frage mich nur manchmal, wie die Autowegfindung da Weil funktioniert. die Bewegungs KI, die hier eingebaut ist, dumm ist. Ist wirklich so. Es ist mehr als grenzdebil, was sie da teilweise von sich gibt. Ja, der steht jetzt. Noch eine Minute. Ja, die können auch voll hier. Lass dich nicht hetzen. Schon gar nicht von mir Ja, reinreden. Einfach ja. ignorieren. Ja, ich merke das schon. Ich merke das schon. Na komm, mach mal so. Okay, das wundert mich jetzt, was du da tust, aber es ist deine Entscheidung. Oder wie sagt man immer so schön, ist deine Beerdigung. Der Zombie hängt nämlich noch an einem von mir dran. Ja, das habe ich leider nicht so gesehen, aber egal. Ja, nee, ist klar. Das Wir Schlimme ist, marschieren ich. einfach. Das Schlimme ist, ich habe sowas schon mal klappen sehen. Ja, ich muss mir merken, welche davon Tackle haben. Das ist das Problem. Mit Steuerung kannst du durchschalten, dann siehst du das. Ah, danke für den Tipp. Drückst zwei oder dreimal Steuerung, dann schwebt über den Köpfen von denen, was sie können. Seid es um. Das hat nicht mehr Ja, macht er. hingehauen. Ah, schade. Okay. Das war wichtig. Denn ich brauche nun tatsächlich hier ein bisschen Hilfe. Denn wenn das jetzt hier nicht klappt, muss es ein anderer machen. Aber es klappt, meine Damen und Herren. Und die erste Verletzung! Ah, Schande. Passt das nächste Match. Aber wir können uns, glaube ich, darauf einigen, dass dieses Ei nicht perfekt liegt.
Oh, weißt du was? Wenn die Mumie das jetzt macht, ne? Dann gucken wir mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt Ja, bin ich bin ich. relativ schnell von GW-Produkten weggegangen damals. Kartenelement, das klingt interessant. Also ich glaube, nach dem Spiel werde ich mal mich ein bisschen schlau machen. So, auf jeden Fall danke für den Tipp, Revioras. Also das werde ich mir definitiv mal zu Gemüte führen. Weißt du, von welchem Hersteller das ist? Okay, jetzt müssen wir mal überlegen. Egal, was ich mache, es ist blöd. Ah, cool, Mini or not, okay. Versuch's. Wow! Das hat geklappt. Das auch. Warum klappt das? Weil Bullshit manchmal funktioniert in diesem Spiel. Okay, das ändert jetzt ein bisschen das Spielgeschehen. Okay, ja, dann bleiben wir mal hier YOLO. Das kann nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein. Wir sind die YOLO-Zwerge. Aber dass Okay. du mir jetzt den Ghoul für nächstes Spiel rausgenommen hast, das war natürlich nicht so schön. Das kann ich verstehen, aber ich freue mich, dass auch endlich mal da einer bei dir draußen liegt und nicht nur bei mir. Ja, aber bei dir sind es ja nur K.O. Wie viel sind es eigentlich? Zwei. Das mag richtig sein. Damit kann ich leben. Naja, klar. Ja, ich habe Locken und du nicht, deswegen macht man das. Okay. Die fliegt aber schön. Ja, das werde ich machen. Danke dir, Revioras. Tabletop Wardens. Okay. Alles klar. Wie gesagt, ich habe die Rerolls übrig und ich habe gerade eben das Spiel wieder in meine Hand genommen. Ja, Durch leider kann man kontrolliertes sagen. Risiko eingehen. Es war glücklich, das gebe ich zu. Aber es gehört auch dazu. Es ist ein Würfelspiel. Und nichts davon war unmöglich. Was machen wir? Was machen wir? Ich sag mal so, hoffentlich 2-0 gewinnen. Ich stecke jetzt schon die Ziele sehr hoch, ich weiß. Ja, drei Runden zu mir runter. Sogar zwei Runden. Ist machbar. Aber ich muss Go for it machen. Und da hoffe ich ja einfach, dass das nichts wird. Ja. Oh. Gethoben. Schiebung. Aua. Und da liegt der Flex im Dreck. Und vorbei. Oh, ist das. Ja, das Ach. ist sehr bitter für dich. Ja, das ist sehr bitter. Und das macht's noch bitterer. Wer war es denn schon wieder? Bo's Bone Collector. Der ist aber ständig im Mittelpunkt, ne? Der hat irgendwie so, glaube ich, das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, kann das sein? Naja, er sammelt Knochen, zur Not seine eigenen. So sah das auch gerade eben aus. Also gut, das sind 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also das hier reicht auf jeden Fall schon mal nicht.
Das wissen wir schon mal. 2, 3, 4, 5. Muss also in diesem Turn mindestens ein Go-Fight gehen. Revioras, bleiben denn die Verluste auf den Bases drauf? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ja, das passt dann. Also schon wie das alte Fantasy. Kings of War von Mantic war da ganz toll. Da blieben die Verluste drauf, weil das alles über Moral abgedeckt worden ist. Da musste man dann immer würfeln. Die Verluste haben dann immer einen Malus auf die Moral gegeben. Ach, das ist wieder der Grund, warum ich die Zwerge nicht mag. Blocking. Nachvollziehbar, nachvollziehbar. Ach, da hinten liegt ja auch noch einer rum. Komm. Da! Ärgerlich, aber keine Katastrophe. Ich kann mich gerade nicht beschweren, so wie es gerade läuft. Ich finde es bei den Elfen noch sehr viel witziger, wenn die dann so schreien. Das macht aus diesen noblen Elfen irgendwie was sehr, sehr Grenzdebiles, wenn die immer nur so machen, wenn du sie anklickst. Ja, das ist ja, hell cool. Elfen. Das sind die dümmsten Elfen, die man finden konnte. Sie können nicht mal reden. Und diese bretonischen Peasants klingen auch äußerst unbelehrt. Du hast mir eine ganz schöne Kopfnuss wieder gegeben, weißt du das? Ja, ich weiß. Aber auch nicht ganz unbeabsichtigt. Wobei ich mir wünschen würde, ich hätte sie noch ein bisschen enger schnallen können, aber... Also ich wollte ja ursprünglich noch an deinen Kollegen daran mit, wo der Skull gekommen ist. Um es ja noch ein bisschen knackiger zu machen. Du hast noch eine Runde hast du noch, ne? Mhm. Kommst du mit dem Go for it da dran? Ja, ja, habe ich extra deswegen ein Go for it gemacht. Ja, ja. Komm, wir wollen mal ein bisschen Verluste noch machen. Okay, kein Blitz diese Runde. Doch, aber leider einen vergeblichen. Ja, also ich meine halt keinen, der mich jetzt hier noch aufhält. Ich meine, okay, du gewinnst das, du kannst das Spiel nicht mehr gewinnen, du kannst auch kein Unentschieden mehr draus machen. Ne? Ob man das 1 oder 2-0 verliert, ist auch jetzt eher nur so Makulatur. Naja, ich habe die meisten Spiele 2-0 verloren, deswegen wäre es eigentlich mal ganz schön, wenn es mal anders wäre, ne? Okay, dann kann ich das nachvollziehen. Ha, jetzt machst du mir allerdings hier so einen kleinen Kniffel hier. Okay. Also ganz so leicht will ich es dir ja auch nicht machen, ne? Ja, du hättest mir schwerer machen können, aber okay.
Ich will dich jetzt nicht entsetzen, aber das hat keinerlei Bedeutung, dass du den da hinstellst. Nicht? Nee. Weil für mich ist der Würfel jetzt schon gefallen, was ich machen werde. Okay. Hab's mit meiner Maus für meine Zuschauer gerade schon angedeutet, weil ich es dir noch nicht verraten kann. Naja, komm, dann wollen wir einfach mal Im diesen Grunde eingehen. war das Hinstellen deines Blitzers an meinen anderen Zwerg schon der entscheidende Punkt, was ich machen kann und was ich nicht machen kann. Daher du jetzt kein Mercer da rankommen kannst, kann ich sagen, es gibt für mich nur noch einen Dodge. Einen einzigen Dodge und ein Go for it, was ich hoffen muss, dass beides klappt. Alles andere hätte es diese vier Spieler gar nicht gebraucht. Es hätten die beiden gelangt. Dann zeig mal. Ja, also, wie gesagt, es muss jetzt halt klappen oder es klappt halt nicht. Also ich versuche jetzt hierhin auszuweichen und dann renne ich da ein. Ah, okay. Und das erste klappt schon mal nicht, weil der Blöde ja eine 2 würfelt. Und er schafft es nochmal nicht. Wegen einer 1. Ja. Dam-dam. Aber das war das Einzige, was ich noch sinnvoll hätte tun können. Weil schon direkt danach, ich will das kurz mal erklären, wenn du kurz ein paar Minuten hast. Ja, klar. Stell dir vor, mein Spieler würde da jetzt noch stehen, wo er ursprünglich gestanden hat. Wenn ich jetzt einen Blitz gemacht hätte, um deinen Ghoul zu blitzen, also um dann quasi mit dem Blitz weit zu laufen, hätte ich trotzdem noch zusätzlich den Dodge machen müssen aus der Tackle-Zone des Blitzers heraus. Das bedeutet, ich hätte es mir so oder so nur schwerer gemacht. Alleine, weil nämlich auch der Block gegen den Ghoul ein Risiko gewesen wäre. Deswegen war das die einzige Option, die mir geblieben war, um mit Risikominimierung jetzt hier noch irgendwie einen Touchdown zu machen. Dass ich jetzt natürlich eine 2 und eine 1 würfle, ja, ist dumm gelaufen. Oh, passiert, ne? Ja. So, was ich jetzt noch vorhab, ich werde natürlich jetzt gucken, was ich da noch rausnehmen kann von dir, ne? Ja. Deswegen habe ich auch nicht mehr geblockt oder sowas in der Art und Weise, weil es für mich keine Rolle mehr gespielt hat. Gut. Das ist jetzt nicht ganz so schön gewesen, aber egal. Da geht der Hicks down. Und da anstatt noch einen Pass versuchen, dann kann der Ghoul vielleicht noch einen Punkt machen oder so. Weil der, wie heißt er, der Verfluchte, der kann den Ball auch genauso gut fangen wie ein Ghoul. Ja, aber dein Läufer, der da unten liegt, der liegt gerade so schön da, dass ich mit Foul drauf versuchen werde. Ja, aber ich möchte an der Stelle anmerken, dass bei mir und bei meiner Community Last Turn Fouls sehr verschrieben sind. Ich mache sowas grundsätzlich nicht. Ah, ist eh Hat sich vorbei. eh erledigt. Also, das wollte ich dir bloß noch gesagt haben. Ne? Das ist, wird von, also manchen Leuten ist das egal und manche Leute sehen das gar nicht gerne. Last Turn Fouls. Und ich mache das Guck mal. grundsätzlich nicht. Also, ich habe das ein einziges Mal gemacht bei einem Typen, der das auch permanent gemacht hat, völlig sinnlos gefoult hat. Strategisch sinnlos gefoult hat. Da habe ich ein einziges Mal Last Turn Foul gemacht. Aber ansonsten eigentlich nicht. Wow, krasse Scheiße, ey. Ich habe einen Haufen Geld bekommen. Ich nicht, ich habe nur eins gewürfelt. Schade. Ja, ich habe zum Ja. ersten Mal viel Geld bekommen in diesem Spiel. So, jetzt kommt Aber hier. Achso, ja. ich gratuliere dir. Dankeschön. War wirklich ein schönes Spiel.
Ja, so war viel dabei, war viel dabei. Auch Zwerge, die K.O. bleiben. Und tatsächlich für mich jetzt das beste Spiel. Also für mich besteht tatsächlich noch Hoffnung. Das ist doch gut. Ich kann bestimmt noch das ein oder andere doch mal als Win einfahren. So, ich mache jetzt das, was ich immer mache. Ich mache jetzt hier noch ganz, ganz kurz die Analyse. Also, wir haben 11 Rüstungsbrecher auf meiner Seite gegen 10 von dir. Schauen wir mal, wie der Realismus aussieht. Also, es gab 53 Tackle auf meiner Seite gegen weitgehend Rüstung 8 auf deiner Seite. Das bedeutet, dass ungefähr die Hälfte davon zu Boden gehen sollte. Dann haben wir so an die 27, davon die Hälfte ist unterdurchschnittlich. Ich habe zu wenig Rüstungsbrecher gemacht. Du hast Knochenbrecher mit dabei, das müssen wir mit einbeziehen. 65 Tackles gegen Rüstung 9, das ist dann ungefähr so 20, auch so 25 würde ich mal schätzen. Nee, was zu Boden gehen hätten mehr müssen, genau, Entschuldigung. Dann sind wir bei so 33, 32, die zu Boden gehen hätten müssen, davon ungefähr 20, ja, die hätten nicht als Rüstung. Ah, du bist innerhalb des Rahmens, es sei denn, wir beziehen Rüstungsbrecher mit ein, also Knochenbrecher mit ein, dann hätte es vielleicht auch 11 oder 12 sein dürfen, aber nicht viel mehr. Also, das ist auf jeden Fall bei dir im Rahmen. Ich habe, würde ich mal sagen, ja, so ein bis zwei Rüstungsbrecher zu wenig verursachen dürfen. Erzwungene K.O.s auf meiner Seite absolut fragwürdig, weil ich ja da ja eigentlich eine gewisse Resistenz mitbringe. Schauen wir uns mal die Punkte an. Ich habe 10 gemacht, du hast 6 gemacht. Ich kann mich nicht beschweren über 10 Punkte. Gucken wir mal, was jetzt hier noch die Würfelwürfe sagen, ob das Spiel normal war. Ich sehe da zumindest mal auf meiner Seite, was die W6er angeht, eine ziemlich, ja, okay Verteilung. Waren vielleicht ein leichter Peak bei den Zweiern. Aber der spielt keine allzu große Rolle, würde ich mal sagen. Insgesamt vielleicht eine leichte Verschiebung eher zu den schlechteren Würfeln auf meiner Seite, aber das hat vielleicht auch bei den Rüstungswürfen geholfen. Dann gucken wir mal bei dir. Ja, bei dir wenig Einser, wenig Fünfer, aber das gleicht sich aus. Der Rest auch einigermaßen im Rahmen. Dann gehen wir zu den Blockwürfeln. Du hast insgesamt 28, oh Gott, das ist jetzt mal wieder eine weirde Verteilung. Das muss ich tatsächlich kurz mal zusammenzählen. Ach, das sind 45, 92, 93, 113, 123, 132 durch 6 sind 22. Also 22 ist so der Durchschnittswurf. Ja, hast du vielleicht ein bisschen viele Skulls gehabt? Die hat man auch gesehen. Erwähnt's nicht. Und auch dafür dann wiederum ein bisschen zu wenig Pause, aber weitgehend war es im Rahmen, sage ich jetzt mal. Dafür hast du halt auch weniger Bowstones bekommen, die für dich ja genauso scheiße sind. Also die sind fast austauschbar, aber auch nur fast. Ist auch situationsabhängig. Und dann gucken bei mir noch. Ja, ich habe eine Menge Pause gehabt, wie ich gerade eben sehe. Da kann ich mich nicht beschweren. 30, 59, 69, 72, 93, also 15, ist der Durchschnittswurf. Also ich habe zu deutlich zu viele Pausen gehabt, definitiv. Und daraus resultierend auch ein bisschen zu wenig Skulls und ein bisschen zu wenig Defender Stumbles, aber weitgehend eigentlich war das auch. Also bis auf die Pause war da sonst nichts. Also interessant ist, ich habe zwar mehr Pause, aber ich konnte daraus nicht mehr Rüstungsbrecher machen. Kommt auch vor. Gut. Damit Ja, sind wir fertig von meiner Seite aus. Möchtest du noch irgendwas sagen, außer dass ich zu dir sage, Dankeschön fürs Spiel? das Gleiche wollte ich dir eigentlich auch sagen. Also ich bedanke mich bei dir. War wirklich sehr, sehr spannend. Ich für meinen Teil bin zufrieden. Nur ich habe nicht 2-0 verloren, was ich wirklich befürchtet hatte an der letzten Stelle, dass tatsächlich noch so ein Durchbruch kriegst. Aber da war Naffel dann doch mal für mich. Ja, mir hat es wirklich Spaß gemacht. Ich habe eine Menge auch von dir gelernt. Das möchte ich auch nochmal an der Stelle sagen. Ja, danke schön, freut mich. Ja, ich bedanke mich bei meinen Zuschauern. Und meine Frau stand vorhin schon hinter mir, wo ich mal nichts gesagt habe. Hat mir deutlich zu verstehen gegeben, dass meine kleine Tochter wach ist und meine beiden Kinder jetzt unbedingt nach draußen gehen wollen zum Dann wünsche ich dir Spazierengehen. dabei viel Spaß. Ja, euch auch. Ne, dir auch noch ein schönes Pfingsten, grüß die Familie und Ebenso. viel, viel Erfolg beim nächsten Spiel, ne? Ebenso, ne? Und Danke dir.
Ich gucke mir jetzt hier gleich noch natürlich nochmal an, wie wer mein nächster Gegner sein wird. Ansonsten kann ich auch nur sagen, ich bin froh, dass ich jetzt endlich mal ein Spiel gewinnen durfte. Ärgere mich darüber, dass es kein 2 oder sogar 3-0 werden durfte, denn beim 1-0, beim eigentlicher Chance auf 1-0, war ich selber schuld, dass es keins wurde. Naja, gut, das passiert mal, ne? Und guck mal, so plötzlich, wie wir unser Spiel jetzt gemacht haben, ne? Das ist Durch die richtig. Planänderung und so weiter. So, mein nächster Gegner ist übrigens Dwarf Walkers TD. Oh, die Chaoszwerge. Und die sehen momentan so aus. Ja, da ist auch einer dabei mit Unterstützen. Ein Chaoszwergenblocker scheint verletzt zu sein. Ich habe keine Ahnung, haben die schon gespielt? Die haben schon gespielt. Das heißt, dass die Mannschaft, die ich jetzt hier sehe, ist die Mannschaft, die ich bekämpfen muss. Ja. Okay. Wir sind doch mit einer der letzten Teams, die noch spielen mussten. Ich sehe es gerade eben. Also gut, es gibt einen Stierzentaur mit Block. Auf die Stierzentauren muss ich echt aufpassen. Aber ansonsten ist das eine Mannschaft, sage ich jetzt mal. Ja, das ist okay, das ist auf Augenhöhe. Gut, dann sage ich jetzt auch mal bei meiner Aufnahme vielen lieben Dank, meine lieben Zuschauer, für eure Aufmerksamkeit. Bald geht's weiter hier mit Blood Bowl 2, dann vielleicht auch wieder im Livestream, ne? War halt in dem Fall einfach nicht anders möglich. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag, macht's gut, tschüssi und ade.